Vielleicht verstehen wir die AfD und die Pegida ja auch nicht. Dazu begrüße ich jetzt im Interview die AfD-Politiker Alexander Gauland und Hans-Olaf Henkel und Front-Nationalchefin Marine Le Pen. Herr Gauland, Sie sympathisieren mit Pegida, aber die Mehrheit der Deutschen ist gegen Sie. In vielen Städten wird bei Ihren Demos das Licht ausgeschaltet, wie in Köln, der Dom. Herr Becker, das wird die Bewegung nicht aufhalten. Wir haben bei Pegida so viele Unterbelichtete, da fällt ein Dom gar nicht auf. Pegida demonstriert gegen den Islam, gegen Flüchtlinge und jetzt sogar gegen Roland Kaiser. Mit Sprechchören, weil der auf der Gegendemo war. Herr Henkel, glauben Sie, Roland Kaiser arbeitet für den Islam? Klar, haben Sie den mal gehört? Wenn der anfängt, Santa Maria zu knödeln, finde ich den Muezzin auch nur noch halb so schlimm. Aber woher kommen die Ängste? Es gibt in ganz Deutschland nur 5% Moslems. Herr Henkel, können 5% ein ganzes Land zerstören? Nein, Herr Becker, wir haben das mit der FDP 60 Jahre probiert. Das hat nicht geklappt. Sie haben ja die FDP verlassen und die Partei gewechselt. Ja, ich suche mir gerade einen ganz neuen Job. Ich arbeite bald am Hauptbahnhof als Cracknutte. Am Hauptbahnhof als Cracknutte? Ja, oder was anderes. Hauptsache, es ist nicht so peinlich wie mein Posten in der AfD. Ich weiß auch nicht, wie ich in den Deppenladen reingeraten bin. Das heißt, Sie unterstützen nicht die Thesen der Pegida von der Islamisierung und der Überfremdung Deutschlands? Nein, Herr Becker, wenn Millionen Leute aus einem anderen Kulturkreis kommen, die deutsche Sprache nicht sprechen und in ein reiches Land einfallen, das nenne ich nicht Überfremdung. Sondern? Wiedervereinigung. Frau Le Pen, wie haben Sie und Ihre rechtsradikale Partei die Anschläge auf Charlie Hebdo erlebt? Oh la la, Herr Becker, es war très schrecklich. Kurz nach den Anschlägen hat es ja auch sehr oft in unserer Parteizentrale geknallt. Noch ein Anschlag? Nein, die Sektkorken, weil wir davon profitieren. Das ist doch ganz klar, he? Sie wollen als Front National keine Flüchtlinge mehr aufnehmen. Wie verträgt sich das mit den abendländischen Werten? Zum Beispiel mit den Armen zu teilen. Das ist uns scheißegal, Becker. Wir müssen an uns denken. Mich und meine Wähler interessiert nur, was will ich? Was bekomme ich? Was verdiene ich? Wir denken nur ich. Deshalb haben wir ja auch ein blöde Ich als Vorsitzende. Herr Gauland, Sie verteidigen jetzt Charlie Hebdo, aber die Pegida wird ja sonst immer mit dem Begriff Lügenpresse in Verbindung gebracht. Der Begriff stimmt ja auch. Auch Sie im WDR gehören doch dazu. Ihre Sendung heißt Mitternachtsspitzen. Und, mal auf die Uhr geguckt, ist gerade Mitternacht? Nee, Lüge. Oder es gab im WDR eine Sendung, die hieß Wunderschönes NRW. Wunderschönes NRW. Fahren Sie mal von Düren nach Gelsenkirchen. Das sieht so scheiße aus, dann merken Sie, wie gelogen das eigentlich ist. Das heißt, Sie verteidigen weiter die Pegida und bekämpfen den Islam? Ja, denn diese Religion ist ganz anders als unsere Kultur. Da gibt es fundamentale Unterschiede. Bei denen ist im Osten Mekka. Und bei uns? Meckert der Osten. Jetzt habe ich es verstanden. Danke an meine Gesprächspartner Dietmar Jacobs und Elmar Brand. Und wir machen weiter mit der Islamisierung des Abendprogramms. Hier ist Serdar Somuncu. Ich sag ihm was. Ich sag ihm mal was. Ja, soll ich was sagen? Wenn ich noch einmal, ja, wenn ich noch einmal die Frage höre, was darf Satire? Dann, dann jage ich diesen ganzen ollen Christenschuppen hier mitsamt seiner verschimmelt öffentlich-rechtlichen Klientel im Namen Allahs in die Luft. Nee, war Spaß. Geht doch.
Also jetzt nach den Terrormorden in Paris, da kommen wieder die ganzen Katastrophentouristen und überschwemmen uns mit ihren halbgaren Trittbrett-Kommentaren. Selbst wir fallen drauf rein, machen eine Sondersendung Mitternachtsspitzen. Freuen sich die Terroristen. Goldene Zeiten für Apologeten. Von Panikprofessor Peter Neumann bis Pöbel Pegida. Von Propheten Pinup Mariam Hübsch bis Sarrazin-Surrogat Nejla Kelek. Angebliche Experten produzieren sich auf Kosten der Opfer und schüren Ängste. Schon morgen kann es in Deutschland passieren. Hier, in Köln, in der Comedia. In 10 Minuten. 10 Sekunden. Bumm. Ist nur eine Frage der Zeit, bis es uns trifft. Jetzt bloß keinen besonnenen Dialog. Wir brauchen ganz schnell die Vorratsdatenspeicherung. Mehr Sicherheitskontrollen. Alle Mallorca-Touristen müssen sich am Flughafen nackig machen und bücken. Thomas de Maizière hat schon 2 Millionen Gummihandschuhe bestellt. Eine Handgranate. Eine Arschgranate. Statt darüber nachzudenken, wie wir dem Hass die Grundlage entziehen, indem wir unsere abendländische Ignoranz verlieren gegenüber Ausbeutung, Ungerechtigkeit, der Diktatur der Märkte, liefern wir den Pegida-Honks Argumente für ihre paranoide Unterwanderungshysterie. Siehste, haben wir doch gleich gesagt, ihr doofen guten Menschen, das habt ihr jetzt davon. Pegida-Ossis, die Je suis Charlie rufen. Das ist wie ein IS-Attentäter auf dem Christopher Street Day. Trotzdem rennen sie wieder zu Tausenden durch Dresden und schreien, wir sind das Volk, wir sind das Volk. Nee, 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 ihr seid allerhöchstens völkisch. Auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite stehen die gemäßigten Moslems, die schon mal gerne Israel mit Juden verwechseln und jetzt beteuern, dass Islamismus nichts mit Islam zu tun habe, obwohl sie vor wenigen Wochen, als in Berlin gegen Israel protestiert wurde, noch rumgebrüllt haben. Ja? Naja, sie hätten da Gelegenheit gehabt, ihrem Anliegen Glaubwürdigkeit zu verleihen. Nein, auch für die. Höchste Zeit für kritische Selbstreflexion statt hastiger Lippenbekenntnisse und Instant-Analyse. Ist ja auch kompliziert geworden, oder? Also für den deutschen Bildungsbürger? Welchen Moslems kann man noch trauen? Vollbärte sind immer noch Modetrend. Also ist der Typ da jetzt mit dem Louis Vuitton-Koffer, ist der Salafist oder ist er nur ein Hipster? Und was ist mit Mustafa, dem albanischen Akkordeonspieler, der in der Fußgängerzone nervt? Sollen wir dem jetzt bessere Unterbringung für Flüchtlinge, einen Konzertsaal bauen? Oder unsere Almosen woanders ablassen? Oder vorsichtshalber Mustafas Akkordeon abschieben? Das sind Probleme, die die gebildete Unterschicht umtreiben beim Montagsspaziergang durch das Tal der Orientierungslosen. Montags bis freitags bei RTL. Gute Moslems, schlechte Moslems. Ja. Ich bin aber auch selber verunsichert. Also reicht es jetzt, wenn ich aus Protest gegen den Terror mein Facebook-Profilbild ändere? Dann muss es sich aber abwechseln mit Je suis Baga zum Beispiel, die Stadt in Nigeria, wo Boko Haram 2000 Menschen ermordet hat. Am selben Tag übrigens wie beim Attentat in Paris. Oder Je suis Peshawar, das Schulmassaker in Pakistan. Je suis Sydney oder Je suis Boston. Aber who the fuck is Afghanistan? Am besten einigen wir uns auf Je suis völlig ratlos. Ja? Und da die postmoderne Panikmache vor dem Untergang des Abendlandes gerade Hochkonjunktur hat, fragen mich ernsthaft Journalisten, wie stehen Sie als Moslem zu den Anschlägen in Paris? Ich als Moslem? Was sagt man da? Also ich fand das super, die Anschläge waren ja Moslems, so wie ich. Das ist so, als würde man einen evangelischen Kinderchor fragen, na, ihr Kleinen, schämt ihr euch für die Kreuzzüge? Okay. Also. Bevor ich uns jetzt doch beim Verfassungsschutz unbeliebt machen
und macht mich im Schläferanzug aus meinem Einfamilienhaus zerrt, mache ich lieber nur einen Abflug und reg mich wieder alleine auf. Und wenn mich jemand wieder fragt, was darf Satire, dann sage ich, Gott ist groß, Gott ist mächtig, Gott hat einen Pimmel von 3,60 Meter. Tschüss. Liebe Ibis, liebe Heimathirsche, ich habe eben bei Uli aus Deppendorf dieses herrliche Schild bei Pegida gesehen, Kartoffeln statt Döner. Ich muss ehrlich sagen, ich finde das richtig. Ich finde das ganz toll, ne? Dass der Döner, der kommt ja aus der Türkei, jetzt ersetzt wird durch eine exotische Knolle aus Südamerika. Ne? Ja! Das ist ja noch weiter weg, ne? Aber die denken natürlich, das wäre typisch deutsch, ne? Das ist natürlich, oder in Dresden, die Stadt der Kultur, ne? Ja, die berühmtesten Künstler von Dresden sind Raphael und Cavaletti, ne? Aber bei den Pegida-Anhängern hat man eine Umfrage gemacht. 90% halten Raphael für eine weiße Praline. Und Cavaletti für WC-Reiniger, ne? Ja, die haben ja da auch ja keine Ausländer. Woher sollen das auch wissen? Ne, da ist es doch. Da stehen die Dümmsten den Dümmsten gegenüber. Ne, auf der einen Seite Pegida und hier die Salafisten. Ne? Ist das nicht ein Wahnsinn, dass der radikale Islam, der Musikinstrumente verbietet, ne, so viele Flachpfeifen und Arschgeigen anzieht? Ne? Wir müssen uns auch fragen, warum gehen immer mehr junge Männer und Frauen aus Deutschland in den Orient und lassen sich da radikalisieren? Ne? Gut, jetzt sagen viele junge Menschen, ich möchte in die Medien und will was mit Menschen zu tun haben. Ne? Da mache ich eine Ausbildung als Selbstmordattentäter. Ne? Das kann ich verstehen, da haben sie was für später. Ne? Aber da müssen wir uns auch fragen, haben wir da als Gesellschaft nicht versagt? Hätten wir diesen Menschen nicht alle einen Ausbildungsplatz organisieren müssen? Ich habe es gemacht. Ja, der Murat bei uns um die Ecke, 17 Jahre alt, ne? Der wollte in den Dschihad. Da habe ich ihm gesagt, komm, machst du Lehre bei meinem Schwager in der Gärtnerei. Jetzt ist er zufrieden, jetzt wird der Gärtner. Müssen wir sehen, was der macht, wenn sie dem sagen, tu mal den Rasen sprengen. Ne? Ja, ne? Aber ich sage Ihnen, ich erfordere auch ein bisschen mehr Gelassenheit, Kinders. Die Radikalen werden sich auflösen. Die machen sich doch selber fertig. Jetzt sympathisiert schon alles Schwarzer mit der Pegida. Alles Schwarzer! Oh. Erst schreibt sie für eine Bild-Zeitung, dann hinterzieht sie eine Steuern und jetzt sympathisiert sie mit Pegida. Es dauert nicht mehr lange, da ist sie nackt auf dem Playboy. Ich sage Ihnen auch, alles Schwarzer ist eine Heimsuchung. Davon wird sich die Pegida so schnell nicht erholen. Und deswegen mache ich jetzt mit. Ich mache mir jetzt auch ein Schild. Hier, Pantoffeln statt Höhner. Ja. Jetzt ist die Verwirrung perfekt. Gegen den Scheiß von der Pegida ist das hochintelligent.